So, sorry für die Spielunterbrechung. Und weiter jetzt. Ich dachte, es wäre rot, ey. ES, elektrische Bremse. Lokbremse. Okay. Keine Ahnung, was das heißt, aber egal. Boah, ey, ich darf den Überblick so bewahren. Mal nach vorne zoomen. Sehe ich auf ihm hier. So, da kommt der nächste Bahnhof. Mal gucken, wie pünktlich sind wir. Pünktlich. Ich frage mich, warum wir langsam werden. Gar nicht gewusst. Was ist das denn eigentlich? Verstehe ich nicht. Lokbremse. Zugbremse. Verstehe ich nicht so ganz. Okay, keine Ahnung, was das bedeuten hat. Gut am Ziel. Sieht gut aus. Eigentlich müssen wir Pluspunkte kriegen. So, alles gut, alles gut, alles gut. Wir werden langsamer. Warum werden wir langsamer? Verstehe ich nicht. Warum werden wir langsamer?
Hä? Das verstehe ich jetzt gar nicht. Wir werden langsamer. Warum? Warum werden wir langsam? Aha. Ah, das ist die Geschwindigkeit. Alles klar, das ist die Scheibenwischergeschwindigkeit. Alles klar, gut. Auch schon mal geklärt. Was ist da vorne? Ist das gelb? Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Ich sehe gelb. Grün und gelb Zeichen. Falls ich mal weiter markiere, was passiert. Hä? Ach Mann, ey, versteh's nicht. Wie Setting. Also nur fast das Ding funktioniert. Was mache ich jetzt? Mann! Hä? Wie mach ich das jetzt aus? Mach den Scheiß aus. Jetzt haben wir ein Problem.
100 Hertz. Verstehe ich jetzt nicht. Ah, ist der Stromabnehmer. Ah, okay. Jetzt habe ich ein scheiß Geräusch weg. Alles klar. Also die Mission ist schon mal verkackt, das sieht man schon mal ein. So, Bremsen ist draußen. Jetzt können wir wieder Gas geben. Normalerweise. So. Zückchen fährt wieder. Firmenkreislauf überlastet mehr als. So, Miese ist auf Englisch wieder. Mann, ey, das ist zum Kotzen. Mann, sei gut. Boah, der hat Bandit reset, you can't do 12. Muss zurückfahren oder was? Das verstehe ich nicht. Sandstreuer. Was ist das? Ich weiß nicht, da dran, aber Power Selektion. Verstehe ich aber nicht. Ach, das sind die Optionen. Hold 0. Okay. Alles klar. Jetzt habe ich ein Problem. Alter!
Das verstehe ich nicht, warum fährt er nicht los? Ach, das ist das Blinken, mein. Was Neues gelernt. Mann, stell mich hier dumm und dämlich, ey. Ja, sorry. Ich bin da nicht so auf Zug. Aber eines Tages werde ich das schon verstehen. Ja, sehr gut. So, moin moin. Mal gucken. Das 7-Mission habe ich echt verdattelt. So, free geschaltet. So, jetzt den Schlüssel einstecken. Nach vorne und langsam komme ich klar damit. Wie schnell das alles geht. Mann, ey! Kreislauf überlastet. Mann, ey. Der Zug ist am Arsch. Ich könnte abkotzen. Bleib da jetzt irgendwie mal stehen. Komm, Warnblinker setzen. Also Zugsimulation ist nicht mein Ding. Ich kam irgendwie nicht klar damit. Ja, ich brauche mal einen Crashkurs. Versteh's nicht. So, jetzt starte ich die Motoren. Bist du, ist das nur auf 3? Versteh ich nicht. Stromkreislauf überlastet. Verstehe es nicht. Das wäre schon schneller, aber.
Okay. Alles klar, alles klar, alles klar. Bin ziemlich im Arsch. Erstmal kann das verkacken, was man verkacken kann. Auf Mission des Verkackens. So. Hat mir Spaß gemacht. Notausgang, Notausgang. Das Ding ist auch kaputt. Wieso alles jetzt auf einmal so langsam? Laden, entladen. Sand streuen. Sie finden die Farbe interessant, wa? So. Mal wenn das Ding, der Ampel da. Mann, ey. Eigentlich ja. Jetzt sind beide grün. Jetzt höre ich was. Jetzt höre ich Leistung. Ist ja echt schlimm. Mann, ey, ist alles scheiße. Der Zug ist am Arsch. Leute, ganz ehrlich,
bin kurz vor Abbrechen. Das macht keinen Sinn mehr. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Das ist peinlich. Mann, ich habe echt das Problem. So, kann man den Schlüssel ausstecken. So, Strom einschalten. Gas geben. Aus. Hauptschalter aus. Ah, okay, da kann man nicht erkennen. Ah, okay. Ah, okay, jetzt verstehe ich langsam im Prinzip. Im Prinzip verstehe ich jetzt langsam. Gut. Ach, du kommst richtig. Mahlzeit. Ach, welch Livestream, ne? Ja. Und der ist völlig verdappert. Ja, was spielst du denn? Na, Train Simulation. Ich kack gerade mächtig ab. Mächtig. Ja, ich komm in die Steuerung hier momentan. Nein, das sagt irgendwas resetten. Er ist aber auf Deutsch eingestellt, ja? Dann kommen irgendwelche Fehlermeldungen und dann steht da, wie ich das beheben soll. Und das ist alles auf Englisch. Auf Englisch? Ja, auf Englisch, komischerweise. Und das Ü wird mit anderen Sondersymbol ersetzt. Das reinste Bugspiel. Irgendwas schief gelaufen mit Download. Eigentlich nicht. Das ist schon wieder. Tape Change Fallout. Set Tape Change 2. Ich hab noch Probleme. Was Problem hab ich noch nicht? Na, schau mir mal live hinzu, dann kannst du selber kicken, was hier abgeht. Ich kotze hier richtig ab. Jetzt kommt der. Aber ist wieder so eine Fehlermeldung. Dich. Kommt gar nicht vorwärts. Ich bin kurz vor Abbrechen. Einfach nicht klar. Ich muss eine ganze Menge lernen. Ja, schaut mir mal zu, dann kannst du sehen, was ich da für ein scheiß Problem habe. Vielleicht kannst du mir einen Tipp geben, wie ich den Fehler beheben kann. Ja, warte mal. Ich bin gerade abkotzen, ey. War richtig. Corporation. So. Ach, jetzt hast du einen anderen Dings eingefügt. Hehe, nice. So, hast du bekommen. So. Ja, ist ja gut. Was ich war's gut. Gibt es eine schnellere Art zu bremsen, aus die Notbremse zu betätigen? Die elektrische Bremse, habe ich irgendwas gelesen, dynamische, ich weiß gar nicht. Das hat bestimmt mehr Ahnung als ich. So. Jetzt den Schalter wieder betätigen. Jetzt habe ich das mit Ampere verstanden, warum das sich ausschaltet. Ich darf nicht über 450 AMP benutzen. Ja, du musst beim Anfahren, das ist immer wichtig.
langsam angehen. Zu viel Speed gibst du da schon ein bisschen mehr. Also wenn du jetzt anfahren willst, musst du natürlich noch ein bisschen mehr geben. 12% genügt nicht. Na, versuch einfach noch 100, 450 zu sein. Das habe ich verstanden. Ja, schon noch mehr wird geben. Gib noch ein bisschen. Gas. Na, ich bleib ungefähr 400. Nee, diese Handzeichen da hinten brauchst du gar nicht zu betätigen, eigentlich, die von vorne gedrückt hast. Das Grüne und das Rote. Na, ich achte hier unten, dass nicht über 450 geht. Wo ich jetzt. Und die Anzeige da, wo ich mit Maus rüber scrolle. Da bist du jetzt an der Dinge machen, oder was? Tutorial oder wie? Nö, das ist der Karrierestart. Tutorial habe ich schon fertig, aber da lernt man auch nicht so richtig. Also Karriere. Ja. Da musst du einfach selber schauen. Es dürfen einfach die Räder nicht durchdrehen und so weiter. Das ist jetzt schon wieder. Na, jetzt habe ich die Fehlermeldung. Immer wieder selber Scheiß. Wo hast du eine Fehlermeldung? Ich sehe keine. Da musst du ein paar Sekunden warten. Ungefähr 7 Sekunden. Was? Ich hab den Stromkreis überlastet. Warte, dann bremst du ab. Das ist. Das meinte ich, das passiert mir dauernd. Hallo, Busche. Kommt schon wie auf die 120 hoch, oder? Das maximal kann 125 schaffen, ja. Die Bremse hast du ganz runter getan, also ganz richtig runter. Ja, die Bremse ist ganz unten auf F. Siehst du doch. Ja, F. Aber was ist damit hier? Jetzt gibt es einmal die dynamische Bremse und Zugbremse. Lok. Das ist die DBBR 155. Deutsche oder was? Ja, in deutscher Bahn. BR 155. Okay. Was muss ich denn machen, wenn ich eine Ampel sehe, wo grün ist oben und unten, wo die zwei schrägen Signallampen sind, doppelt gelb ist? Mit Ampelzeichen kenne ich auch nicht so richtig aus. Ich hab von bei der Lok viel easy, Idee da. Oh mein Gott. Weißt du, was ich meine? Daddy, dass du vor dem Drücker wo schieben, dass er nicht anhält. Ja, Sifa. Sifa, ja. Das habe ich ständig hier. Das ist kritisch, das ist eine schwere Mission. Oh mein Tablet ist gekommen heute, das neue, gell? Ja. Cooles Tablet. Ich glaube, langsam verstehe ich im Prinzip, ich weiß es nicht. Was muss wirklich auf das untere Anzeige drauf achten, dass nicht über 450 geht. Ich bleibe lieber bei 200 bis 300. Da bin ich wenigstens auf sichere Seite. Doch, das ist wegen Strom, das überlastet denn. Aber nicht, dass du. Du musst mal schauen, wie lange das du brauchst, so. Bis er mal auf 120 km/h. Also die Stromleistung, wenn ich jetzt voll Gas gebe am Anfang, dann überlastet er sich. Ja,
kann normalerweise gar nicht sein mit einem Loch. Macht er aber. Er überlastet sich immer jedes Mal. Also das Problem hatte ich jetzt noch nie. Ja, jetzt fehlt er wenigstens schnell, ganz ordnungsgemäß und schnell. Kannst du dir vorstellen, ja, ich gebe jetzt auch mehr Gas. Jetzt gebe ich gerade richtig Gas. Hier die Signal, aber was jetzt gleich kommt. Plus ein Gelb. Und darüber ist noch eine Ampel, ja, die ist grün. Da muss ich wieder runter mit dem Gas. Weißt du, wie man am schnellsten bremsen kann? Nee, wa? Ja, ich kann das sagen, du fahrst immer gelb aus und stoppt noch. Mal den Rieger, weißt du, dann bremst es ab, aber ziemlich langsam. Ich darf. Teufel langsam aufpassen, wenn man irgendwo kommt, dann strecken wir noch nicht so voll. Schon wieder, Alter! Ja, jetzt bist du halt drüber mit der Geschwindigkeit, schau! Ja, das glaube ich nicht zu tun. Die elektrische Bremse betätigen. Weiß nicht, was damit gemeint ist. Ich weiß es nicht. Vielleicht, wenn einer zuschaut und sich damit auskennt, können wir vielleicht einen Tipp geben. Da, wenn sie. Weil ich das nicht habe. Weil normalerweise darf ich im Lok mehr Gas geben. Das hat mit der dynamischen Bremse zu tun. Ich muss ja auf nur 1% setzen. Ups. Falsch knapp. Glaubst du, komme ich mir eine. Ja. Ich glaube, ich habe es herausgefunden. Das hat mit den dynamischen Bremse zu tun. Weißt du, ja, das ist die andere. Nicht die, wo du jetzt betätigst. Der mit dem roten Griff, das ist das Gas. Die Bremse ist die schwarze Hebel. Ja, hier, das, warte mal. Den Zugbremse. Das ist das Schwarze. Da gibt's einmal noch. Das Ding. Ja, das sollst du nicht überall runtertippen, weißt du? Hast du etwas ausgeschaltet? Oder nicht vorher? Hat's umgeschaltet gehabt. Ah, okay. Spiel jetzt mit dem Lockbremse. Wenn du natürlich da rumspielst, überall, oder? Mit anderen Köpfen, da kann eben wirklich sein, dass eben etwas nicht mehr so richtig stimmt. Jetzt fährt er wieder ganz normal. Ja, eben, ich sag ja. Ich hab's rausgefunden. Nicht überall rumtippen, ist ja klar. Das hab ich doch gar nicht, das war alles so, wie es Anfang an war. Ach, der Glück. Aber der Regen sieht geil aus, oder? Nein, ist auf Ultra. Der Regen sieht cool aus. Nein, ich würde sagen, dass ich eine Grafik auf Ultra gestellt habe. Okay, Ultra gibt es nicht, sondern. Ja. Cool. Leistung. Ah, schon halb vier. Weil ist das heute ein komisches Wetter? Einmal sonnig und dann kommt in den Wolken her. Also bei mir regnet es noch. Ja, 31 Sterne.
Freitag ist ja der 1. April. Wieso fällt das schon wieder runter? Was fährt runter? Na hier, mein Zug fährt runter. Es bremst ab. Ja, ist ja klar, geht ja auch ein bisschen bergauf, oder? Aber es ist extrem runterfallend. Ja, ja. Ja, du musst schauen mal, wie viel Anhänger das du dran hast. Ist ja kaum runter. Nicht mega viel dran. Aber das ist ein bisschen schräge da, was da ist? Hä? Was ist das für eine Einstellung? Der. Ach, fuck. Na, du hast ja Güter. Ach, drück da. Das ist ein Ding, Ibis. Wenn du so lange gewartet, dann schaut es mal zweimal aus. Ach, shit, das... Ja. Falle jetzt mal. Hast du nur eine? Ist nur eine Lok dran? Ja, eine Lok. Nein, eine Lok! Ja. Lieber Gas geben, die verreckt ja fast. Ja, es fährt aber nicht. Was, du fährst nicht? Geht doch bergauf, du musst doch Gas geben. Das passiert aber nichts. Wenn du, ja, wenn du runterziehst, nimmst du Gas weg, du musst hochziehen, dann gibst du Gas. Hä, das AMB ist jetzt auf 0? Ja, klar ist auf 0 gewesen, jetzt ist auf 10. Das verstehe ich jetzt. Sperr Power. Es geht immer noch weiter runter, mehr. Da ist voll auf 30. Ja, das ist ein AMP. Das verstehe ich jetzt nicht so wirklich. Sonst immer, wenn ich daran gespielt habe. Das sind die Dinge, die Voltzahlen, die er hat. Aber da musst du Gas geben, dass er wieder am Schuss kommt. Wenn du runter nimmst, natürlich. Ist ja klar, dass er immer langsamer wird. Er muss ja. Dann bleibst du auf dem Wald stehen. Kleine Katzenmäuschen. Berg stehen bleiben ist nicht gut mit der Lok. Der Scheiß geht jetzt immer noch runter. Die Geschwindigkeit. Aber die Ibis. Ich hab mega viel mit Ibis. Meine Güte, die Lok werden mich doch nerven. Du. Immer wieder die Ibis, hey, wo sich meldet. Und bei dir. Trotzdem gibt es nicht Gas, es fällt runter. Ja, das ist ja klar. Du bist natürlich viel zu viel vorher zu wenig Gas gegeben. Dann fällt er jetzt runter wie verrückt. Geht ja leicht aufwärts, das siehst du ja. Es leicht hochgeht. Da kannst du nichts machen. Du musst einfach jetzt auf 30 lassen. Damit du auch mit der Hoffnung, dass er wieder auf die Dunkel kommt. Man merkt das gar nicht, ob das schräg hoch geht. Doch, das sieht man. Da sieht man schon, dass er die hoch geht. Eine Lok für solche, so viele Anhänger. Das ist doch bescheuert. Ach, Ziffer wieder. Ey, da fährt die Blatt weiter an. Also, die Karriere ist schwer. Du musst auf die Ibis schauen, Mensch. Wenn die Ibis die hat jetzt Bremse angesetzt. Ja, du gehst schon wieder runter mit dem Gas. Was machst du? Gib doch Gas. Jetzt warte. Ach, versteh's nicht. Du hast gerade nicht mitbekommen. Du bist ein lustiger Vogel. Warum nicht? Weil ich das musste. Muss aufgepasst hätte, wisst ihr. Da ich musste es vorhin runterziehen. Musste auf Reset machen. Das hast du sie vergessen zu betätigen. Meine Güte. Ich hab's ja nicht gehört. Du nimmst jedes Mal das Gas,
das weg. Das ist der größte Fehler. Ja, weil ich das machen muss. Nein, musst du nicht. Ich muss das machen. Ey, guck dir das ganze scheiß Videos an und weißt du, dass ich es machen muss. Oh Gott, ey, ich fahre, weißt du, wie lange schon das Game hin? Wenn das Tifa sich einschaltet, dann muss ich das resetten. Jetzt daraus hier. Ey, was für ein Nuppen, Alter. Was für ein Nupp. Der ist da draußen, Leute, der ist draußen. Ach, ist nicht normal, dass er jetzt stehen bleibt. Der hat auch keine Ahnung, wie das Ding geht. Was hat es damit zu tun? Macht er gar nichts mehr. Ist ja völlig kaputt. Jetzt macht er gar nichts mehr. Was steht da? Motor. Jetzt haben wir ein Problem. So, was mache ich denn jetzt? Dum-da-dum-da-dum. Was geht denn an ist oder aus? Boah. Aus? Das ist jetzt an. Rückwärts fährt er auch nicht. Ach Leute, was mache ich jetzt? Abbrechen oder weitermachen? Ich versteh's nicht. Bin zu blöde.
So, nur... Aus. An. So, jetzt ist es an. So. Was ist das? Ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe. Übermacht der Meister. So, Triff. Aha, gut. Dieses geht jetzt vorwärts. Gut, 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 gut. Ich habe alles runtergeschaltet jetzt. Mal kicken. Bisher habe ich grünes Licht. Alles funktioniert bis jetzt. Also letztes Mal im Part 1 hat es besser funktioniert, doch jetzt irgendwie total versabbelt. So, alles auf einen Blick zu kriegen ist schwer. Also kenne ich jetzt wenigstens die anderen Verfahren, was das zu tun hat. So. Jetzt mal gucken, was so bleibt. Bleibt das so? Der Ampere geht runter. Grüne Welle habe ich noch. Hab fast ziemliche Verspätung. Ist mir egal. Will einfach nur ans Ziel kommen. So, der Zug wird jetzt nochmal schneller. Alles im grünen Bereich bis jetzt.
So, was heißt das jetzt? Grün, grün, gelb. Mal gucken. Ach, Signal bestätigen. Alles klar. Mann, schalt jetzt auf Null. Alles klar. Komm, lass uns die Sachen näher. Ja, zurück. Wie war es nochmal? So. Erstmal anschmeißen. Nee, hä? Ah, jetzt. Okay, das heißt, soll ich das Signal bestätigen lassen? Das heißt, ich muss vor der Ampel anhalten, auf Signal warten und... So verstehe ich das jedenfalls. Also ich komme Samsung die Sache wirklich näher. Okay, alles klar, alles klar, alles klar. Mal gucken. Da passiert nichts. Verstehe ich nicht. Warte mal, einen Moment. Drück doch die Tab-Taste. Mal ein Stück Vorfahrt mal gucken. Ob ich da diesen komischen Bolzen anfahren muss. Einfach mal ausprobieren. Ob ich diesen Map komplett verkacke oder dass ich mich schnuppe. Habe ich ja sowieso verkackt. Das ist nur als Übungszwecke. So. Hm.
Also wenn ich jetzt weiterfahre, hält der Zug an. Weil ich den Signal missachtet habe. So verstehe ich das. Na, falsch mal, mal gucken, was passiert. Bestimmt passiert das, was ich denke. Okay. Siehst du, damals doch. So. Jetzt muss ich mal die Bremse lösen wieder. Jetzt darf ich weiterfahren. Ich wusste doch, dass was passiert. Versteh's nicht. Wirklich so lange warten, bis ich da rüberfahren kann? Also alles habe ich verstanden. Der Mann nahm mich elektrisch und so weiter. Was ich noch nicht verstehe, sind die Ampelverkehrszeichen. Wie setze ich das ein? Ich drücke auf den Tab, aber passiert nichts. Ich muss auch warten, bis es die Ampel, bis die beiden Ampelsignale grün ist. Also bis es komplett 100%ig grün ist. Normalerweise. So. Mal gucken. Ich glaube, gleich kommt der nächste Ampel. Sifa. Aber hier muss ich mit dem Zug klarkommen. So, ich darf 50 fahren. So, jetzt da nochmal. Wie? Höchstgeschwindigkeit 45 Stundenkilometer. Da steht aber 50. Das gehe ich auch davon aus, dass es 50 fahren tut.
Also da muss ich jetzt mit Bahnhof 45 durchfahren. Da finde ich doch schneller durchgefahren. Hä? Verstehe ich nicht. Ich hab davon wirklich so keine Ahnung. Nein, nur drei soll ich da sein. Das Ding ist zum Schalten da. Markier, was passiert. Nix, das ist erlaubt. Also ich muss da oben grün achten und unten müsste, oh, beide grün sein. Sonst nichts fahren können. Gut. Ich stehe über 50. So. Heftige Verspätung hier. Ja, ich darf schneller fahren. So, grünes Licht. Vergiss dich nicht. Ja, wie die Reinspawny-Autos. So. Volle Kanne mit die Talle, du Sau. Bonn Hauptbahnhof. Ich will jetzt dann noch Battlefield zocken, ey. Ich hab keine Lust mehr. Den hab ich bei hier plank. Einkommen, Battlefield und los geht's. So. Ja. Mal gucken. Es wird um 9:03 Uhr, da ist eigentlich ja. Nein. Ja, ich habe mich über halbe Stunde verspätet.
Entgegengesetzt Richtung? Ja. Ich habe mich gewundert, grün, gelb, hä? Die Ampelverkehrs da vorne das Gelb für mich gedämpft bestimmt oder? Ich glaube, danach muss ich wieder anhalten. Jetzt in beide Richtungen. Gelb zu sein. So, davon ist definitiv gelb. Ah, es ist halt. Okay. Das war ein Fehler, das zu setzen. Boah, ey, ich krieg die Krise. Das ist jetzt für ein Shit. Geht doch. Die Bremse, dass ich das vorziehe. Alles klar, jetzt verstehe ich. Holt ist neutral eigentlich. Ebli, gut. Dann heißt, dann darf ich nur die beide betätigen. Alles klar. Also die von den Finger weglassen. Wie jetzt was? Hä? Oh, es ist echt kompliziert. Da kann ich sowieso nicht mal schnell erfahren. Wieder auf ein Signal warten. Ja, ich hab verstanden.
Boah, wie weit ist bis zum Station? Das ist echt schlimm. So. Will der Zug jetzt eigentlich mal an? Alter, an! Boah, nein! Boah, ey. Ganz ehrlich. Mir ist die Nervlampe blanke. Ich hör auf. Ich bin am Ende. So, Leute, das war es erstmal. Danke fürs Zuschauen hier beim Game for Fans TV. Mein Name ist Vivi Gamer und spende das Spiel. Ist mir einfach viel zu blöde. So, jetzt geht's weiter mit Battlefield im nächsten Schritt. Muss denn hier? Nee, da. Nein.